Ja, dann habe ich hier noch stehen Nährstoffversorgung, aber das habe ich euch ja gerade eben schon erzählt, als ich die Dosierpumpe tatsächlich erklärt habe. Reißen wir es nur mal ganz grob an. Ich bin tatsächlich im Moment am Zudosieren, weil mein Fischbestand, ich sage jetzt mal, nicht groß genug ist, aber ich meine, dass ich genug Fische drin habe. Ein ganz einfacher Grund, sie müssen sich ja auch irgendwo verstecken können und durch meinen extrem luftigen Aufbau sind auch nicht ganz so viele Höhlen für die größeren Tiere da. Und dadurch, dass ich natürlich auch einen Großteil meiner Korallen reduziert habe von der Größe her, sind die Versteckmöglichkeiten für kleinere Tiere wie Kromis und Fahnenbarsche momentan auch nicht so prall. Also muss das Ganze erstmal ein bisschen wachsen, bis wieder mehr Versteckmöglichkeiten da sind und dann gehe ich wahrscheinlich hin und werde bei meiner Hausbank einen Kredit aufholen und ein paar Kromis holen. Weil wahrscheinlich sind sie bis dahin nicht mehr zu bezahlen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Fakt ist, was momentan für lebende Tiere genommen wird, ist jenseits von Gut und Böse. Ist aber ein anderes Thema. Okay. Wollte ich nur kurz angerissen haben und wir gehen jetzt zum Technikbecken über. Das ist der nächste Part. Ja, das Technikbecken ist in meinen Augen ein besonderer Augenschmaus. Diese Machart dieser Becken, womit ich glaube Royal angefangen hat, hier bei uns in den Breitengraden solche Becken zu machen, ist natürlich was Feines. Es sieht schön aus, es sieht clean aus. Wenn man dann hingeht und dann auch noch sauber macht, innen drin, ist das Ganze sogar noch besser. Ich habe es momentan nicht gemacht, weil ja. Man ist eben faul. Hatte ich ja am Anfang gesagt, ich bin ein fauler Mensch. Aber Fakt ist, dieses Becken, so wie es da steht, ist natürlich schön. Wir hatten alle möglichen Anschlussmöglichkeiten, angefangen hinten links, natürlich für den Einlauf und für den Notüberlauf, die in eine Beruhigungskammer reingehen. Davor haben wir dann die entsprechende, ich sag mal, Filterkammer, wo man eine Einlage reinlegen kann und dann Watte drauflegen kann. Vielleicht passt dort auch ein Fließfilter rein, kann ich euch nicht sagen, weil ich mit solchen Gerätschaften nicht arbeite. Weil meine gesamte Filterung ist oldschool mittlerweile wieder. Ich arbeite ohne mechanische Filterung, sondern nur mit dem Abschäumer und gegebenenfalls Wirbelbett und ja, das war es dann im Endeffekt. Der ganze Schmodder, der unten drin ist, der soll ja theoretisch gesehen auch in den Abschäumer reingehen. Heißt, ich müsste da unten eine Pumpe installieren. Kann man machen. Man kann es aber auch so lassen, wie es ist und regelmäßig absaugen, wenn man es dann absaugt. Oder man geht hin und holt sich, habe ich dann auch bei einem Aquarianer gesehen, eine etwas größere Pumpe, packt da vorne eine Colaflasche drauf und packt Watte in diese Colaflasche rein, an die Ansaugung und lässt das Ganze da unten umwirbeln, eine halbe, dreiviertel Stunde lang und spätestens danach ist der ganze Schmodder in der Watte drin und kann die Pumpe rausholen. Hat das Technikbecken wieder sauber, zumindest an der Stelle, wo es gelaufen ist. Und dann kann es weitergehen. Kann man so machen. Ich habe heute einen Wasserwechsel gemacht. Aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte an meinen zwei neuralgischen Punkten mittlerweile so knapp einen halben Zentimeter Detritus liegen, der sich da aufgehäuft hat. Und bin halt hingegangen, habe es abgesaugt, habe die entsprechenden Stellen gereinigt. Das sieht man dann dementsprechend, denn wenn man halt keinen Sand drin hat, das ist natürlich sehr schön. Und somit ist die Gefahr da, dass da sich entsprechend Depots bilden, auch gebannt. Also direkt hingegangen, abgesaugt, konnte sich nichts verwirbeln, Thema durch. Ja, in der Mitte, wo der Abschäumer drin steht, haben wir den entsprechenden Durchbruch. Hinten haben wir an dem Technikbecken Anschlüsse für die Dosierung, die da hinten. Ja, ich sage jetzt mal ganz doof, vielleicht nicht ganz so toll angebracht ist. Weil je nachdem, was ich dosiere, wie zum Beispiel Nährstoffe oder ähnliches, und das in die Abschäumerkammer rein, ist es vielleicht nicht ganz so gut. Deshalb bin ich hingegangen und habe meine beiden Schläuche für Phosphat und Stickstoff in die Rückförderkammer einfach reingelegt. Also sprich so ein Stück über die Wasseroberfläche und da wird dann halt reingebracht. Da hinten die Aufnahmen für die Dosierung, die sind schön. Da geht mein Versorgungssystem rein, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe den Abschäumer so stehen, dass der Wasserauslass nach hinten geht
und dass da hinten Verwirbelung ist. Das heißt, ich brauche keine extra Pumpe mehr einzusetzen, um meine, um die Verwirbelungen herzustellen, die beim Dosieren vom KH von Essentials 1 teilweise notwendig ist, damit sich das vernünftig auflöst. Das macht der Abschäumer für mich. So, die Aufnahme bzw. die Ansaugung des Abschäumers ist vorne links, da wo auch die Öffnungen sind, vom Becken her. Also rein theoretisch gesehen, dumm gesagt, müsste das da hinten eigentlich dran an dem Abschäumer vorbeilaufen. Dann könnte ich ja theoretisch dort auch den Stickstoff und das den Stickstoff und das Phosphat dosieren. Nö, mache ich nicht. Wäre aber rein theoretisch möglich. Ich habe mir da hinten die Schläuche genommen, habe die angeschrägt. Das sind die normalen Osmoseschläuche, die da hinten einfach reingesteckt werden können. Man kann die natürlich direkt bis zur Anlage verbinden, wenn man das möchte. Man kann aber auch Silikonschläuche nehmen und kann die im angeschrägten Zustand einfach fest draufdrücken. Und dann hat man da hinten dann auch die entsprechende Aufnahme und kann das dann hinten von der Dosieröffnung lösen, wenn man das möchte, was man eigentlich nicht braucht. Was wir da drin noch haben, ist die Halterung für die entsprechenden Sonden. Ich könnte Sonden dort anbringen in aller Art. Ihr habt aber eben auch gehört beim Salinity Guardian, der muss natürlich an einer gewissen Stelle stehen, wo, ich sag mal, ruhiges Wasser ist, wo keine Zusätze reinkommen, wo keine Luftblasen sind, etc. pp. So, da habe ich dann, ist die Stelle dort für den am Abschäumer natürlich nicht ganz so toll, weil, ihr wisst alle, hier und da schmeißen die Dinger dann auch schon mal Mikroblasen raus. Diese Mikroblasen setzen sich an den Sensor dran und versauen dann eben das Messergebnis. Ja, und von daher ist der Guardian an dieser Stelle uninteressant. Da könnte man noch andere Sensoren jetzt einbringen, aber habe ich im Moment nicht, möchte ich nicht, weil mein pH wird über den Keeper gemessen und mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Also da könnte man noch was anbringen. Ich habe es aber momentan da nicht notwendig. Gut, gehen wir weiter vorne zur vorderen Kammer. Da habe ich noch zwei Steine drin liegen, die ich über hatte und oben nicht unterbringen kann. Könnte ich schon, dann wird es aber wieder voll aussehen und das will ich nicht. Und da habe ich auch meinen Wirbelbettfilter im Bypass drin stehen, den mir der Thomas gemacht hat. Wunderschönes Gerät, ist ein 3D-Druck. Entsprechende Anleitung dazu muss ich mal gucken, verlinke ich euch mit unten in der Infobox, zumindest zu der Datei, dass ihr euch das Ding selber drucken könnt. Ja, weiter geht's nach hinten in die Rückförderkammer. Da habe ich dann meine Rückförderpumpe drinstehen. Das ist immer noch die DC Runner 9.3, also sprich das große Gerät. Und gleichzeitig ist da hinten auch noch der Schwimmer drin für das Osmosewasser. Also sprich, wenn dann rüber gepumpt wird und dieser Schwimmer dann meine Anlage nicht reagieren sollte, weil vielleicht auf der linken Seite, ja, da sind die entsprechenden Schwimmer für den Levelkeeper. Geht dieser mechanische Schwimmer halt hin und macht die Leitung zu. Und da kann das Pümpchen, was ich von der Osmose habe, so lange pumpen, wie es möchte. Da kommt nichts weiter rein. Also zack, wieder eine Sicherheitseinrichtung, die wichtig ist und die auch von vornherein da schon installiert ist. Man muss das jetzt nicht mit einer Pumpe machen. Man könnte das auch mit einem reinen Schwerkraftsystem machen, so wie es bei dem Red Sea vorher war. Habe ich ja jahrelang benutzt, hat wunderbar funktioniert. Muss man halt nur sauber halten, das Ganze. Und ja, damit sind wir eigentlich mit dem Technikbecken schon durch. Wie gesagt, das wird irgendwann in nächster Zeit, werden die verfügbar sein. Ich kann euch dazu leider noch nichts sagen. Sollte irgendwas dazu reinkommen, erfahrt es entweder bei mir in der Infothek oder es geht, schreib es unten mit in die Videobeschreibung rein. Sollte da nichts drin sein, ist das auch im Moment noch nicht verfügbar. Ja, und da wir ja schon mehr oder weniger rot-weiß, rot-orange arbeiten mit dem Technikbecken, habe ich gedacht, okay, dann setzen wir uns dann auch hin und nehmen das Geld in die Hand und nehmen eine vernünftige Verrohrung da unten, die optisch dazu passt. Die kann nichts besser, die sieht einfach nur gut aus, mehr nicht. Das Einzige, was wirklich gut tatsächlich ist, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, ist das Ventil, was ich eingebaut habe auf der linken Seite, also sprich das Rücklaufventil. Das ist ein Schieber,
und kein Hahn oder kein Kugelhahn, kann ich euch nur empfehlen, das Geld, wenn ihr eine Verrohrung aufbaut, nehmt das Geld einfach in die Hand, entweder ein Schrägsitzventil oder so einen großen Schieber. Ich glaube, der hat jetzt 35 oder 40 Euro gekostet bei einem 32er Durchmesser. Es lässt sich wunderbar alles einstellen. Es ist sehr viel einfacher als mit den entsprechenden Kugelhähnen, die ich ja an den beiden Bypass-Ausläufen einsetze. Also wir gehen mal von rechts nach links. Rechts geht die entsprechende Rückförderpumpe, Rückförderleitung hoch im Durchmesser von 25 mm. Daran habe ich zwei Abzweige gemacht. Einmal den Bypass für den Wirbelbettfilter und einmal den Bypass für die UVC. Wirbelbettfilter geht natürlich wieder in die erste Kammer zurück. UVC geht mit in die Abschäumerkammer wieder zurück, vor den Abschäumer, um das nochmal aufzunehmen, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Weil die UVC soll ja genetisch schädigen und erfüllt jetzt nicht wie meinetwegen im Gartenbereich, im Teichbereich, die Aufgabe, dass sie Algen klumpt. Wenn wir Algen hätten, würde sie diese klumpen und die würden dann natürlich auch besser vom Abschäumer aufgenommen. Ja, richtig. Aber dafür, wo ich sie einsetze, um die Kryptokarien zu bekämpfen und niedrig zu halten, wegen der Pünktchenkrankheit, dafür ist dann eben die Rückführung vor den entsprechenden Abschäumer natürlich nicht unbedingt zwingend. Kann man auch direkt hinten wieder in die Rückförderkammer machen, wie man das möchte. Ich habe da immer noch im Einsatz die Aquamedic Helix 2.0 in der 39, 36, irgendwas in 30er Variante. Wattzahl, und ich glaube, das sind 39 Watt, wenn mich nicht alles täuscht. Die macht ihr Ding, die funktioniert bei mir. Soweit alles gut. Ich musste sie da hinten leider so optisch anbringen, damit ich die entsprechende Schräge reinkriege, weil wichtig ist, dass von unten nach oben das entsprechende Wasser durchgepumpt wird, damit auch oben keine Luftblase entsteht oder keine Blase generell da drin ist. Der komplette Körper muss dementsprechend geflutet sein. Und gerade bei dieser großen Anlage ist es recht schwierig, das Ding senkrecht zu stellen irgendwo. Also habe ich es schräg angebracht. Und der Auslauf ist dann halt schräg nach oben, wie ihr seht, und geht dann halt runter vor meinen Abschäumer. Der Rest des Wassers geht dann oben raus und wird dann auf der Rückseite dann dementsprechend wieder zugeführt. Das ist der Teil der Verrohrung. Dann haben wir natürlich noch einen Überlauf und einen Notüberlauf, den ich leicht angepasst habe, weil ich ja meinen Kamm etwas weiter nach oben gesetzt habe, beziehungsweise mir neue Kämme habe drucken lassen. Weil ich den Wasserstand erhöhen wollte, von der Optik her, was auch tatsächlich wirklich gut aussieht. Und da gehen zwei 32er Rohre runter. Einmal der Notüberlauf als 32er und der entsprechende Hauptablauf mit einem entsprechenden Schutzgitter, was regelmäßig gereinigt werden sollte, weil sich das nämlich zusetzt. Das dementsprechend dann da so angebracht, dass das direkt senkrecht nach unten geht. Wie gesagt, der Kugelhahn, beziehungsweise den Schieber, den ich da habe, der ist absolut sein Geld wert gewesen. Da bereue ich gar nichts. Es ist natürlich Royal Exklusiv. Es kostet eine Kleinigkeit mehr als wie der normale, als ein normaler Schieber. Wobei, ich glaube, das ist gar kein großer Unterschied. Das Ding ist einfach nur weiß. Weiß-rot. Ja, das zum Thema Rohrführung. Ja, kommen wir zu der weiteren Technik, die ich eben mal kurz angerissen habe. Das ist der Abschäumer und der ist auch von der Firma Aquabi Kove. Also das TB ist von der Firma Kove und wird durch Aquabi vertrieben. So. Und der entsprechende Abschäumer, der da drin ist, das ist der, jetzt muss ich nochmal gucken, jetzt hab, genau, Kove I200 DC. Ich habe die technischen Daten wieder mal nicht im Kopf. Aber das ist einer, der ist für Aquarien bis 1000 Liter, zwischen 400 und 1000 Liter geeignet. Ich habe mich extra für dieses Gerät entschieden, um Reserven zu haben. 400 Liter ist okay. Da ich da 150 Liter drüber liege, bin ich mit diesem Abschäumer tatsächlich in einem guten Mittelmaß. Und DC bedeutet, dass die
Pumpe regelbar ist. Da ist eine, lasst mich jetzt nicht, genau, eine UP5024DC drin als Skimmerpumpe. Und die macht da unten ihr Ding. Die läuft konsequent, die hat dementsprechend immer den gleichen Wasserstand, gleichen Blasenlevel, das passt wunderbar. Und ich bin froh, dass ich zu diesem Gerät gewechselt habe. Er bringt mir ein dementsprechendes Ergebnis, wenn ich den zu lange nicht leer mache und ich sage es mal morgens runterkomme in mein Wohnzimmer, dann habe ich da ein entsprechendes Odeur schon da drin. Das ist teilweise schon richtig abartig. Dass der Abschäumer dann erstmal wieder gereinigt wird, beziehungsweise erstmal sauber gemacht wird. Also der zieht ganz gut was raus. Zusätzlich dazu habe ich hier mir eine entsprechende, Entschuldigung, eine entsprechende Venturi-Düse, eine angepasste Venturi-Düse dazu geholt, um Ozon direkt dosieren zu können. In der vorherigen Konfiguration war es so, dass ich ein T-Stück genommen habe und dann sollte das Ganze dann darüber gezogen werden. Ist eine Variante. Aber besser ist es definitiv, wenn das Ozon direkt unten vom Abschäumer selber gezogen wird und da ein separater Anschluss dran ist. Dann braucht man nämlich keine extra Pumpe, keine extra Luftpumpe, man hat weniger Stromverbrauch, das wird einfach tatsächlich gezogen. Konfiguration kann ich euch mal kurz ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe. Kann aber auch, hört man alleine schon, wenn man den Ansaugschlauch von dem Ozongerät, von dem Sander 50, den ich habe, mal kurz zuhält, dann merkt man schon, da ist ein Unterdruck drin. So, da zieht der zieht Luft und über den normalen Schlauch, über den mit dem Schalldämpfer dran. Läuft vernünftig, ich kann es vernünftig dosieren und einstellen. Norbert hat mal gesagt, das Ozon sollte so eingestellt werden, dass man nur einen Hauch davon im Abschäumer riechen kann. So, das funktioniert natürlich bei diesem Gerät nur, wenn ich sauber gemacht habe. Weil wenn ich ansonsten die Nase da reinstecke, kann ich genauso gut rückwärts wieder umfallen. Also wie gesagt, der Abschäumer, der ist echt Bombe, der holt mir da Material raus. Damit kann ich hervorragend meine Nährstoffwerte einstellen und spielen damit. Ich bereue es nicht. Es ist ein Gerät, was natürlich seinen Preis hat. Klar, logisch, es spielt da in einer ganz anderen Kategorie als wie die Geräte, die ich bisher hatte. Aber in meinen Augen lohnt sich das, definitiv. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, ich sehe gerade, dass ich die Punkte, die ich jetzt hier noch habe, die Verbesserungen, die im Endeffekt durch meine Rohrführung jetzt gemacht wurde, also sprich durch den Bypass, womit ich meine UVC und mein Wirbelbettfilter versorge, wäre noch ein Punkt gewesen, hatte ich euch eben schon erklärt. Die Nachfüllhalterung, was ich damit meine im Moment, da geht es sich tatsächlich darum, um die Entlüftung am Osmoseschlauch, also sprich vom Tank in das Becken rein und die Entlüftung darüber. Ja, und die Rückförderpumpe, hatte ich euch eben auch schon erzählt, ist die DC Runner, die immer noch ihren Job macht. Kann ich nichts Negatives drüber sagen. Die läuft, die ist ruhig, läuft momentan bei mir auf 50% und hat somit noch genug Leistungsreserven, um das Gesamtsystem auch mal eben richtig mit Druck zu versorgen, wenn es sein muss. Habe ich schon ausprobiert, also sprich, wenn ich Wasserwechsel gemacht habe, muss ich ja mal kurz hingehen und dementsprechend ein bisschen mehr Saft drauf geben, damit dann auch der Schacht geflutet wird. Und ja, dann kann ich die wieder zurückregeln auf den vorher eingestellten Wert. Läuft wunderbar, kann ich mich also nicht genug drüber beschweren. Ich glaube, ich habe jetzt alles erklärt, habe euch alles gezeigt und ja, ich habe tatsächlich auch heute entsprechende Materialien noch bestellt, um die beiden Frontpanel sicherer zu kriegen. Also die Schrauben, die in der Mitte sind, gehen raus, es kommen Magnete links und rechts dran. Das ist der Plan. Das sind Klebemagnete, mal gucken, ob das hält und ob das funktioniert, werde ich in den Tagebüchern darüber euch berichten. Auch unten die entsprechenden Schrauben, da werden die Köpfe noch abgemacht, da kommen Schläuche drüber, damit man sich da auch nicht dran wehtun kann. Das ist auch geplant. Ja, aber alles in allem war das dann jetzt mehr oder weniger die komplette Technik
von meinem Becken hier. Was natürlich immer wieder auffällt, also ich habe ja jetzt so ein kleines bisschen Erfahrung damit, wie oft muss ich reinigen, wie oft reinige ich dann dies und das. Also ich gehe tatsächlich hin und mache so alle 2 Tage gehe ich mit dem entsprechenden Reinigungsmagneten drüber, innen und außen Watte. Und alle einmal die Woche, tatsächlich habe ich es jetzt heute gemacht, gehe ich mit dem Kratzer über die Scheiben, um die hartnäckigeren Algen runterzubekommen. Und ich denke mal, alle 2 Wochen werde ich hingehen und den Boden sauber machen. Und ich denke mal auch, dass ich so alle 2 Wochen dann den Wasserwechsel mache und ihn dann halt dazu nutze, das Material abzusaugen. Weil es ist grundsätzlich besser, wenn ich das absauge, als wenn ich es mit einem System, wie zum Beispiel diesem Staubsauger, den ich euch gezeigt hatte hier, der Eden 50 oder Eden 503, diese kleine kleine Pumpe, womit man halt Mulm aufsaugen kann. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn ich da den Mulm mit aufsauge, aber gleichzeitig noch die restlichen Materialien noch im Becken sind. Also es ist grundsätzlich immer besser, das komplett Material aus dem Becken zu entnehmen. Ja, alles in allem hoffe ich, es war verständlich. Ich hoffe, ich konnte euch hier und da ein paar Tipps geben. Wie gesagt, die Aktion mit der KH-Keeper-Reagenz könnt ihr euch gerne an mich wenden, wenn dementsprechend euch zutraut, mit Gefahrenstoffen umzugehen. Wie gesagt, Salzsäure ist kein Spielzeug. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es extrem gefährlich ist und dass man entsprechende Schutzmaßnahmen treffen muss. Aber wer das weiß, wie damit umzugehen ist, kann in meinen Augen verdammt viel Geld sparen. Ja, alles in allem, wie gesagt, das Becken hinter mir ist ein Träumchen. Ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, dass das alles noch so auch so gut weitergeht. Ich kann euch schon mal anteasern, dass ich am Anfang August wird das sein, den Florian Schuran zu Besuch habe. Und er bringt dann auch das Schleifmaschinchen mit. Dann werden wir dann dementsprechend euch mal zeigen, wie man den Kratzer vorne aus der Scheibe entfernt, den ich ja schon reingebracht habe. Ronny, hast du gesagt, ja, das Erste, was dann kommt, ist dann, wie entferne ich Kratzer? Recht hast du gehabt. Aber was soll's. Dementsprechend, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Und für alle, die es heute geschaut haben, hoffentlich war es nicht zu heiß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao.